Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Stellaris im Ork Imperium, das beständig wächst, sich ausdehnt. Diese Ecke hier hinten werden wir uns auf jeden Fall noch krallen. Die Uran Voss werden wir auch noch komplett von der Karte tilgen. Davon gehe ich zumindest aus. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen, wann wir das machen, wann das günstig ist. Wir sind gerade erstmal dabei, unsere Flotten aufzurüsten und ich gucke mal gerade bei den Fraktionen rein, wenn das Spiel mich denn lässt. Bei den Fraktionen gucke ich mal gerade, ich mache mir auf Pause. Ja, die streiken hier, okay. Da müssen wir einmal unterdrücken natürlich. Das ist unglaublich. Ja, was hier wieder abgeht. So, hier müssen wir auch einmal unterdrücken und dann bekommen wir keinen Einfluss mehr plötzlich. Was natürlich mega blöd ist. Wir gucken mal mit wem. Ach, das können wir hier gar nicht sehen. Warum können wir das hier nicht sehen? Mich würde ja interessieren, mit wem ich mich alles in Konkurrenz befinde. Wie heißt denn das? Ich zum Beispiel mit den Jungs. Rivalen, genau. Rivalität, ne? Das ist ja für uns wichtig im Moment. Sind wir mit den Jungs hier in Rivalität? Achso, die sind sowieso nur Vasallen. Die Star Phantom League, mögen die uns? Mögen wir die? Die sind uns absolut unterlegen. Das heißt, mit denen können wir ruhig mal in Rivalität gehen. Ach, die sind Tributnationen für die Zinn. Oh, Alter. Die müssen wir ja mal ein bisschen befreien, glaube ich. Dieser ganze Raumbereich hier drüben wird von den Zinn im Prinzip unterdrückt. Also, wenn wir da ein bisschen eine Befreiungsaktion starten, tun wir allen einen Gefallen, glaube ich. So, die First Fleet sollte ich hier auch mal gerade andocken, um sich verbessern zu lassen. Wie teuer ist es? 951. Na gut, das können wir uns gerade so leisten. So, was haben wir denn an Ressourcen inzwischen? Garant zum Erz handeln wir. Engersdampf haben wir, okay. Und ansonsten haben wir Unmengen von Aurelium-Erz. Unsere Konstruktionsschiffe könnten hier definitiv mal ein bisschen tätig werden. Wir haben zum Beispiel auch hier unten diesen richtig geilen Sektor Kusom. Da gibt es nämlich Sro. Na, auf den hatte ich ja schon länger ein Auge, auf diesen Sektor. Wo ist denn hier unser Konstruktionsschiff hier unten? Ganz da hinten und das andere ist hier drüben. Gut, die haben noch ein bisschen was zu tun. Aber hier haben wir noch ein... Nee, das System ist erforscht. Okay. Warum komme ich hier nicht hin? Es gibt keine Route, auf der wir da hinkommen. Aha! Nee. Alter. Wirklich? Damn. Ja, da müssen wir uns mit den Immorts nochmal anlegen irgendwann, ne? Und denen hier ihre letzten Systeme wegnehmen. Zumindest die hier oben, hier unten, das können sie meinetwegen behalten. Ja, krass. Okay, meinetwegen. Da kommen wir nicht ran. Unglaublich. Wozu habe ich denen denn hier diese ganzen Systeme weggenommen, wenn wir hier nicht rankommen? Das geht doch so nicht. Was wir auch mal machen könnten, ist uns hier mit diesem Dreadnought anzulegen. Das machen wir, wenn wir hier oben eine Route durch haben. Ne, weil hier immer ganz unten rumzufliegen ist mir ein bisschen zu aufwendig. Deswegen die Coppin-Juxy und die hier müssen wir irgendwie wegkriegen. Und dann ist erstmal alles cool. Ships upgraded. Construction complete. So, auf 2169, das war jetzt nicht so krass. So, YouTube's Crash, Protektoratsstatus, okay. Achte Flotte ist verbessert. Und die erste Flotte müsste auch bald damit anfangen, sich verbessern zu lassen. Die ist jetzt bei 14,7. Es dauert eine Weile, wie es aussieht. Achso, repariert, okay. Ich wollte gerade sagen, vielleicht auch nicht, aber wahrscheinlich eher doch.
So, wir können die hier auf jeden Fall mal zusammenlegen. So, dann sind wir bei 20.3. Gesprengte Ketten. Ah, eine Reihe von Individuen, die der nicht führenden einheimischen Bevölkerung von Huntus Coming angehören, haben es irgendwie in einen abgesperrten Bereich am Rand unserer Kolonie geschafft. Sie konnten zwar innerhalb weniger Stunden in die Flucht geschlagen werden, aber vorher beschädigten sie noch mehrere interstellare Uplinks, die unseren Währungstransfer regelten. Aha, wir fürchten ja, dass mehrere hundert Credits im Äther verloren gegangen sind. Ja, bitte, Pipifax. Bedauerlich, minus 300 Credits. Nicht schlimm. Können wir die irgendwie hier selber versklaven, umsiedeln, irgendwie zu Bewusstsein bringen? Wartet mal, das geht doch. Wenn wir uns die Spezies angucken, wie heißen die denn? Kann man das jemand sagen? Wahrscheinlich nicht, ne? Die Tuxkan. Können wir nicht aufwerten. Dazu fehlt uns nämlich noch die Technologie. Nun gut, dann ist das eben so. Ich habe Zeit. So, 20K. Unsere Flotte im Moment. Neutronentorpedos. Partikellanzen. Ah, oh, nice. Da hätte ich ja gern die kinetische Waffenvariante von. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Da gibt es auch irgendwie so Artilleriegeschütze. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Kinetische Artillerie oder so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall machen die auch ordentlich Bumm. So, mal sehen, wie sich unsere Flotte jetzt ändert. Wo wir vielleicht noch ein bisschen nachrüsten müssen. In welchem Schiffsbereich. Wie sieht es denn aus? Wir haben Unmengen von Kreuzern. Ja, gucke ich mir gleich an, wenn die alle auf dem gleichen Stand sind. Dürfte ja jeden Augenblick soweit sein. Komm schon. Du bist 20,6. Krassestes Upgrade ever. Von 20,3 auf 20,6. Okay, wir haben 23 Zerstörer, 39 Korvetten, 27 Kreuzer. Ich denke, damit können wir eigentlich arbeiten. Können wir eigentlich? In Obrium haben wir diesen Raumhafen, ne? Ne, wir können gar keinen richtig großen Kreuzer bauen irgendwie. Diese Fähigkeit ist uns wohl verloren gegangen. So, aber dann können wir eigentlich jetzt Krieg führen, ne? Wie sieht's denn aus, liebe Coppenjaxi? Mit wem seid ihr denn Freunde? Mit den Zinnen? Und mit den Uranvoss? Ja gut, okay. Mit den Uranvoss haben wir ja noch zwangsläufig Frieden, richtig? Genau, wie lange geht denn der noch? Ich weiß nicht, 10 Jahre üblicherweise. So, die sind in der Föderation mit dem Zinnreich. So. Nicht-Angriffsversprechen? Okay. Föderationsassoziationsstatus ist, glaube ich, auch egal, ne? Die garantieren die Unabhängigkeit von zwei Kleinreichen. Ich denke, ich werde denen einfach mal den Krieg erklären, weil ich hier gerade mega Bock drauf habe. Und wir wollen Jaxi Omok und Trimus, ne? Wollen wir auf jeden Fall abgetreten haben, beide. Achso, ich muss es hier so ziehen. So, achso, aufs Ork-Imperium, nicht da drunter. So, Planet abtreten. Okay, ich kann nicht scrollen. 54 Kriegspunkte brauchen wir dafür nur. Angreifer einladen? Nö, ich wüsste nicht wen. Nö, ist unsere Party. Okay, warum hat das so lange gedauert? Lass uns das ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Klar, ey. Ja, ganz schön frech hier. So, First Fleet. Ihr könnt direkt nach Jaxi Omok fliegen. Die Transportflotten ziehen wir gleich nach, wenn wir das ja klar gemacht haben oben. Wir haben hier in YouTube auf jeden Fall Transportflotten zur Verfügung. 3 Stück. Die wir benutzen können. Und die haben halt nur 2 Systeme. So, da smashen wir einmal mit unserer großen Flotte durch. Ich guck mal gerade, wer noch alles im Krieg mit drin ist. Debris analyzed. Niemand sonst. Okay, nice. Die haben noch gar keine Forderungen gestellt.
Ich weiß nicht, ob die noch dazu kommen, Forderungen zu stellen. Konstruktionsschiff. Jetzt sind Maadetta fertig. Oh ja, super. Sehr gut. Haben wir hier drüben noch irgendwas zum Ausbauen? Ein Luros haben wir noch da oben. Wer seid ihr denn hier? Ach, die, von der High Fleet, okay. Hier haben wir noch ein Konstruktionsschiff. Ja, dann baut doch hier einfach mal, Leute. Und dann verlege ich die nach hier oben. Ne? Da haben wir nämlich noch ein bisschen was zu bauen. Hier die Sektoren können wir dann vielleicht irgendwann mal zusammenlegen. Dann sind die auch ein bisschen einfacher zu managen vielleicht, fraktionsmäßig. Oh. Apropos fraktionsmäßig einfacher zu managen. Hallo? Ich unterdrücke schon wieder alles und jeden, ne? Vielleicht sollte ich mich auf die krassesten Fraktionen so ein bisschen konzentrieren oder, ach, keine Ahnung. Irgendwann fliegt es halt auseinander, da haben wir einen kleinen Bürgerkrieg und dann ist wieder gut. Oder ich radiere die halt alle aus. Das ist die andere Möglichkeit. Was ist das ja eigentlich für ein Planet? Alpinwelt, da fühlen sich Orks nicht so ganz wohl. So, unsere First Fleet ist unterwegs. Keine Ahnung, was die Jaxi Urmok zu bieten haben. Wahrscheinlich nichts. Na, wir können bei denen nicht reingucken. Aber die bei uns vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. First Fleet, go! Yay! Aha, da haben wir es doch schon. 3000 Punkte. Gut, und die machen gar nichts. Die scheinen noch Kräfte sammeln zu wollen oder so. Weiß ich nicht. Das heißt, unsere First Fleet wird hier gleich richtig Spaß mit denen haben. Wir kommen von hier unten reingesprungen und Kablemo. Alles kaputt. 20,6 gegen, was haben die hier? 5000. First Fleet, was macht ihr? Was ist mit dem Spiel los? Das hängt gerade, ne? Okay, jetzt geht's weiter. Sehr schön, danke. Prognosealgorithmen, haben wir ein bisschen Fortschritt gemacht. Sehr schön. Ich weiß immer noch nicht, was sie tun. Hört sich an wie irgendein Gefechtscomputer. So, unsere Forschungsschiffe sind noch beschäftigt. So, dann gucken wir mal. Die haben kein Skill, ne? Wir haben den maximalen Skill, die haben gar kein Skill. Und mit den kleinen Lasern schießen die süß. Schießen wir auch mal mit Torpedos zurück. Was ist hier los? Die Koppen Jaxi. Haha, garantieren nicht mehr die Unabhängigkeit der Hidari. Feiglinge. So, dann können wir hier nämlich direkt eine Transportflotte aus YouTube ziehen. In den Orbit einfliegen. Und in Trimus, da haben die nichts. Also damit müssen wir uns erstmal gar nicht beschäftigen. Und wir holen uns stattdessen noch eine zweite Transportflotte nach Jaxi Urmok. Und dann sagen wir, der Flotte hier chillt ein bisschen. Bombardiert diesen Planeten. Haben wir irgendwas verloren? Nope. Irgendwelche Korvetten angeschlagen. Oh, hier ein Zerstörer, fast kaputt. Ja, ist alles okay. So, wer ist jetzt gestorben? Ein Wissenschaftler, na toll. Und die haben die Unabhängigkeitsgarantien hier zurückgezogen für die und die. Finde ich gut. 78%, also sag mal, wollt ihr Frieden haben? Wollen sie noch nicht? Weil der Krieg noch nicht lang genug dauert. Würde annektiert werden, macht minus 30. In der Tat. Na, ansonsten wären wir quasi schon dran hier. Ach was. Was haben die denn vor? Sind die geil. Das sind ihre Forderungen. Könnte knapp werden, Jungs. Könnte sehr knapp werden. So, dieses Forschungsschiff, warum... Achso, das können wir nicht machen.
Hier haben wir schon ein Forschungsschiff. Da fliegt doch mal direkt nach Tara. Kann ich nicht. Warum kann ich eigentlich? Das ist Ulm. Was gibt's in Tarak? Weil hier der Wissenschaftler gerade gestorben ist. Natürlich. Akribisch. Vorsichtig. Oh ja, das nehmen wir. Oder was gibt's denn noch? Nee. Den nehmen wir. Wir setzen den hier direkt ein. Ups. So, dann kann er hier erstmal weitermachen, nämlich mit diesen Forschungsprojekten. So, wie sieht es denn hier aus? Wir bombardieren fleißig. Wo ist unsere Transportflotte? Noch auf dem Weg. Jetzt der nächste Wissenschaftler gestorben. Schon wieder unser Ingenieur. Und wir brauchen also einen neuen. Was brauchen wir denn da? Fachwissen, Industrie, Raketenbau. Ich nehme mal den etwas jüngeren. Das ist nämlich beides nicht so das richtige Fachgebiet eigentlich. Materialien wäre cool gewesen. Kann man nichts machen. So, unsere Transportflotten sind unterwegs. Debris analyzed. Da haben wir nichts bekommen. Kann man nichts machen. Complete. Und wir haben auf Ruthnards Freeship. Wie sieht es denn auf Krekel aus eigentlich auf der Oberfläche? Warum bauen wir da nichts? Da bauen wir gleich. Moment, Leute. So. 4 Nahrung, aber die sind ausgewachsen. Das heißt, wir können nur noch upgraden. Na gut. Und auf Krekel? Oh, da können wir ein Physiklabor bauen. Erstmal hier upgraden. Können wir hier das Forschungslabor auf jeden Fall bauen. Und dann können wir hier noch so eine Art Bergbaunetzwerk bauen. Wie sieht es denn aus? Wir brauchen Nahrung auch auf jeden Fall. Bewohnbarkeit für Orks 100%. Dann würde ich sagen, bauen wir uns hier irgendwas für Nahrung hin. Eine Hydrokulturfarm zum Beispiel. Geben dafür dieses eine Mineraliendings auf. Das ist vollkommen okay. Wenn wir dafür halt genug Nahrung bekommen. Für alle. So, was haben die denn hier in Durakus gebaut eigentlich? Irgendeine Befestigungsanlage. Hat der Sektor sich dahin gepflanzt? So, Transportflotten. Was ist hier los? Rivalität. Aha. So, die sind unterwegs zum Planeten. Die können ja auch direkt landen. Wir haben dann nämlich alles komplett kaputt gemacht. Debris analyzed. Haben wir was bekommen, was Tolles? Prognosealgorithmen. Die müssen wir auch bald fertig haben. So, nu, landen die? Ja, die landen. Ja, es wird die kürzeste Invasion der Welt. Naja, nicht ganz, aber schon ziemlich kurz. Debris analyzed. Leider nichts bekommen, nur ein bisschen Forschungsbonus. So, der General ist aufgestiegen. Ach ja, da habe ich gar nicht drauf geachtet, ne? Dass ich vielleicht den General mitnehme. So, ihr bekommt jetzt hier den General zugewiesen, weil wir mit euch als nächstes eine Invasion unternehmen werden. So, die First Fleet repariert sich hier so ein bisschen. Unnötig aggressiv werden, nach Trimos einfliegen. Oh, die wollen aufgeben. Gut, okay, der bestmögliche Ausgang. Yes, nehmen wir mit. So, und schon gehört das Ganze uns.
das Chapter-Kartell. So, und jetzt können wir hier nämlich gleich die Sektoren zusammenlegen auf jeden Fall. Wir gucken uns mal die Oberflächen an. Ach du Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Was soll denn das sein? Eine Mineralienveredelungsanlage? Steht hier auf dem Mineralienfeld? Ja. Was steht denn hier nicht auf irgendeinem Spezialisierten? Hier. Dann ersetzen wir das doch mal direkt. Gegen ein Symbol der Einigkeit. Und in Trimus machen wir was ganz Ähnliches. Ach, hier haben wir jetzt einen Raumhafen sogar, weil wir da gar nicht angegriffen haben. Na, herrlich. Hier haben wir doch Platz für ein Symbol der Einigkeit. So. Sehr schön. Und ja, ich würde sagen, die schlagen wir da Big Seed zu. Sektor verwalten. Taxi Omok. Trimus. So, dann können wir nämlich hier drüben alles, was hier noch mit drin gurkt, können wir alles einfach hier dem Sektor mit anschließen. Ach, das geht gar nicht mehr so einfach. Doch, doch, das müsste gehen. So, UNAP zum Beispiel. Ach so, haha, okay. Wie mache ich das denn? Ich könnte den Sektor komplett auflösen. Das kostet uns allerdings ein bisschen was. So, ich mache den Sektor erstmal zu und dann gucken wir mal, was würde es uns denn kosten, den Urlaubssektor aufzulösen? 175. Und der Verlust sämtlicher vorrätiger Ressourcen. Der Big Seed hat, glaube ich, oh ja, schauen wir mal ein bisschen, hat, glaube ich, genügend Ressourcen. Deswegen ist es okay. Sag einfach mal, ja, bitte. Achso, dann hätte ich natürlich direkt gleich da bleiben können. So, ihr bekommt jetzt nämlich Sippel dazu und Urlaub Nor und Ulm und Tarak und Ceohetum sollt ihr auach bekommen. Dafür bekommt ihr auch Rough Geddy. So. Eine Ozeanwelt. So, habe ich jetzt alle besiedelten Planeten hier mit drin? Ich hoffe. Müsste eigentlich hinhauen. Ich klicke erstmal auf Schließen, dann gucke ich mir das Ganze nochmal an. Hisa kann ich noch besiedeln, wenn ich da Bock drauf habe. Apon müsste ich und Trimus muss ich nochmal erforschen irgendwie. Ich habe ein Konstruktionsschiff in YouTube. Okay, warum nicht? Da kann es doch hier oben direkt mal loslegen, oder? Aber wo? Ja, hier zum Beispiel in Sipir. Bergbaustation bauen. So, sehr schön. Dann haben wir das ja nämlich alles nach. Ich mache hier gleich ein bisschen Nägel mit Köpfen. So, da haben wir den Sektor hier nämlich schon mal sehr schön geregelt. Das sieht jetzt schöner aus. So, und dann könnten wir hier, wollen die irgendwas annehmen? Nee. Ja, dann schaffen wir uns zuerst die und dann die hier. Ja, die haben nämlich gar keinen Schutz. Und die haben
Ja, wir garantieren denen die Unabhängigkeit. Aber ansonsten war es das. Also denen werden wir einfach beim nächsten Mal den Krieg erklären. Wie sieht es denn hier aus? Müssen wir die Flotte nochmal reparieren irgendwie? Einen Zerstörer könnten wir verlieren mit ein bisschen Pech. Ansonsten war es das so ziemlich. So, Jaxi Omok. Ja, die sollen es erstmal in Ruhe befestigen. Und die First Fleet macht sich auf nach Svur. Ich wusste gar nicht, dass wir ein solches System haben. Interessant. Und die bekommen natürlich auch eine Transportflotte mit, ne? Ist ja klar. So, und dann werden wir da in der nächsten Folge ein bisschen Krieg machen. Für heute war es das nämlich schon wieder, Jungs und Mädels. Ich freue mich schon drauf. Wir bereiten uns hier gerade aus. Ne? Dann machen wir die Uhren Voss hier fertig und dann gucken wir mal, was wir hier oben noch machen wollen. Vielleicht wollen wir auch erstmal die E-Mails auffischen, so ein bisschen, dass wir hier unten Zugang zum SRO bekommen. Na, wäre, glaube ich, ganz gut. So, auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wie immer, wenn ihr Tipps, Anregungen, Bemerkungen, Kritik habt, ne, Kommentare oder auf dem Discord-Server. Da gibt es auch einen extra Stellaris-Kanal, wo ihr sowas reinschreiben könnt. Ansonsten blaggt einfach auf dem Pausenhof rum. Ist kein Problem. Macht's gut und bis dann. Ciao.